Seit zwei Tagen steht es fest. Die Pfaffendorfer Brücke, auf der ich hier gerade stehe, wird neu geplant. Und zwar mit zwei separaten Fahrradwegen auf der Nord- und der Südseite. Viel bürgerliches Engagement war notwendig. Es gab eine Petition mit über 2.800 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern. Es gab eine Demo, es gab viel anderes bürgerliches Engagement und viel Presseberichte. Und das alles hat dazu geführt, dass die Stadt die Verkehrsteilnehmer auf der Pfaffendorfer Brücke neu ausgezählt hat. Und diese Neuauszählung hat ergeben, dass eine andere Planung als eine solche mit zwei separaten Fahrradwegen gar nicht möglich ist. Ich finde das super, denn es zeigt, dass bürgerliches Engagement etwas bewegen kann. Und dass bürgerliches Engagement auch dazu führen kann, dass in Koblenz mehr Fahrradwege, bessere Fahrradwege und sicherere Fahrradwege gebaut werden. Uns hat das nochmal darin bestärkt, dass man durch Engagement etwas verändern kann. Und wir werden weitermachen für eine gute Verkehrspolitik in Koblenz.